problem now is future peace. Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Golden Victory. Und zwar gibt es heute Clan Wars zu sehen. Die allerersten Replays sind eingegangen und wir hatten uns ja vor kurzem entschieden, dass wir nun auch wirkliche Gefechte zeigen. Also Clan gegen Clan, 15 gegen 15 von der World Map. Und dieses erste Replay hier stammt auch direkt aus dieser Clan-Kampagne. Jum 80, der zweite CW-Clan von Jumbo und ESDES Somani EES1 sind die Gegner diesmal. Und ich hoffe, ihr habt Spaß daran. Sendet ruhig auch eigene Replays an, aber fragt vorher euren Kommandanten um Erlaubnis. Immerhin geht es ja immer noch um Taktiken, auch wenn Tier 8 und Tier 6 mittlerweile vorbei sind. Da kann man wirklich getrost nun alles zeigen. Und ich bin wirklich sehr gespannt drauf, was ihr da an Replays noch habt und mir schicken könnt. Auf jeden Fall wird es die nächsten Tage und Wochen natürlich extrem viele Replays über Clan Wars geben, auch von den riesengroßen Clans wie Pirates und so weiter. Also, habt viel Spaß. Wir sehen uns nun auf Erlenberg. Bis dann. Und da sind wir auch schon. Erlenberg, Jum 80 gegen EES. Und Ziel war es hier, direkt eine offensive Position einzunehmen. EES, ja, direkt in die Flanke zu fahren und deren Aufbauspiel zu verhindern. Das hat so weit ganz gut geklappt, aber das werden wir auch gleich sehen. Da ES extrem defensiv spielt, sowas habe ich hier auf dieser Karte extrem selten gesehen. Ziel ist hier ein Angriff, ein verzögerter Angriff in drei Wellen. Und ES hat das auch wunderbar mit sich machen lassen. Die ES werden hier den Hauptstoß vornehmen. Die AMX gehen vorne spotten, immer mindestens zwei, damit sie, falls nur ein Scout da ist, den auch rauskriegen. Und die AMX 5000 dort drüben fahren über die mittlere Brücke und sollten den gegnerischen Aufbaupart wirklich richtig stören. Das haben die auch ganz gut geschafft, aber das werden wir gleich sehen. Hier haben wir jetzt die ersten Gegner gesichtet. Die ES hier vorne sind noch außerhalb des Sichtfelds des Gegners. Er lässt seine Scouts ein bisschen kreisen, aber auch extrem defensiv. Einer bei sich in der Stadt und der andere kam hier kurz hoch. Da war auch schon der erste Scout weg vom Gegner, wurde in der Mitte von einem AMX 5000 zerlegt. Und den zweiten wird es gleich ähnlich gehen. Unsere AMX haben da ein bisschen was abgekriegt. Wie man sieht, EES steht extrem defensiv, komplett oben in der Burg. Reih und Lied wie die Hühner auf der Stange. Das ist jetzt eigentlich schon Worst Case für EES. Denn, ja, Jumbo spielt hier natürlich mit Arti. Und wenn man die Map-Kontrolle hat, kann man die Arti natürlich verlegen. Das wird hier dann später auch noch passieren. Und man kann die EES-3 komplett rausschießen. Deswegen, sie haben sich wirklich die komplette Map-Kontrolle hier jetzt schon nehmen lassen. In den ersten zwei Minuten des Spiels ist das Spiel eigentlich bereits entschieden. Wenn man diesen Punkt hier oben auf C2 verliert, ja, kann man die Burg bereits abschreiben. Der Gegner kann dann überall sein und die Artillerie kann man auf B2 verlegen und die schießt da hinten halt wirklich alles raus. Wie man sieht, die ersten Artillerieeinschläge kommen schon. Jum 80 hat bisher nur einen Scout verloren und das war aus purer Dummheit. Der hat hier oben mitten auf offenem Feld gestanden und geschossen. Ging auf, ja, das war's dann für ihn. Unser anderer Scout hier, der macht das ziemlich gut, weicht dem gegnerischen Feuer immer aus und geht nicht auf Tuchfüllung, das ist ganz wichtig. Wenn er aufgeht, ist der letzte Scout hier auf dieser Seite, den werden wir auf jeden Fall noch brauchen. Wie man sieht, auf der 9er Linie vom Jum 80 Clan sind zwei defensive Panzer. Die sollten eigentlich nur gucken, ob da unten irgendwas kommt, aber EES macht nicht den Anschein, als ob sie überhaupt angreifen wollen. Haben auch schon die ersten drei Panzerverluste. Das ist, ja, das tut sehr weh. In der ersten Anfangsphase, die ersten drei Minuten sind gespielt und schon drei Panzer weniger. Wie man hier sieht, die ES3 wurden bisher noch nicht gespottet. Nur diese eine hier, dem wir gerade folgen, in unserem Scout. Das heißt, die wissen noch gar nichts von ihrem Glück, dass hier hinten eine komplette ES3-Truppe auf sie wartet. Man hat auch gesehen, die ES3 sind nacheinander gekommen, immer in Wellen.
immer unter dem Vorwand, dass hier eventuell IES ausbrechen könnte. Aber ja, IES steht ganz hinten in der Burg, rührt sich kein Deut. Und jetzt lassen wir einfach die Arti machen. Und dann sehen wir sie auch schon. Die Lorraine wird gerade verlegt. Jum 80 hat hier die Map-Kontrolle, deswegen wird die Arti jetzt auf B2 verlegt, um einen besseren Schusswinkel in die Burg zu kriegen. Dann heißt es eigentlich nur noch spotten und die Arti machen lassen. ES versucht jetzt hier über außen zu drücken, bzw. sich abzusichern zu dieser Seite. Unser Scout wurde noch nicht entdeckt, macht seine Sache sehr gut, fährt auch zurück, wenn er fährt, wenn er schießt. Er wird also nicht gespottet und kann ein volles Magazin in den IS-3 pumpen. Und der IS-3 hat keine Ahnung, woher das kommt. Das war wirklich sehr gut gespielt. Auch sehr schön, jetzt die 10 Sekunden abwarten und jetzt fährt er wieder ran und spottet weiter, als wäre nichts gewesen. Macht da auch die nächste IS-3 auf. Im Moment sind ja die HP-Anzahl auch definitiv auf Seiten von Jum 80. Haben bisher nur einen Panzer wirklich verloren und der AMX 5000 sieht da auch nicht mehr ganz so gut aus. Aber das macht gar nichts. Die IS-3 hier warten auf ihren Einsatz. Das hier unten, was dieser IS-3 hier macht, ist übrigens auch nicht gut. Man macht die Mitspieler nur unglaublich nervös. Man sollte halt, wenn man irgendwo steht, auch stehen bleiben und nicht hin und her fahren. Das ist wichtig. Und jetzt wurde der Angriffsbefehl gegeben. Information, rücken die IS-3 nun vor. Ziel war es, vorne Proxy zu spotten. Also an die Wand daran zu fahren und die Gegner einfach nur zu spotten, um die Arti machen zu lassen. Aber, naja, wir sind halt Jumbo. Wir sind aktiv dabei. Deshalb, sobald ein Gegner ins Korn genommen werden kann, wird dies auch geschehen. So, Proxy ging nichts auf. Doch, da ist die IS-3. Die wird jetzt gleich fallen. Und da rechts kommt die Verstärkung. Wir sehen jetzt auch fast das ganze Team vom Gegner. Und wie wir sehen, die haben sich dort komplett eingebunkert, haben mit einem Angriff über die südliche Brücke gerechnet. Das war hier nicht der Fall. Sie wurden quasi auf den falschen Fuß erwischt. Hier sehen wir auch schönes Fokusfeuer. Die IS-3 hat irgendwie keine Chance. Jetzt kommt hier rechts nochmal eine IS-3. Die muss auch noch raus. Der AMX steht auch sehr gut. Konnte dort flankiert werden und vernichtet. Innerhalb von ein paar Sekunden bzw. einer Minute ist das ganze gegnerische Team richtig zerfetzt worden. Ja, 12:2 bisher. Sehr schönes Spiel. Haben ja einen Scout aus Dummheit verloren und eine IS-3 hier unten in der Schlacht. Das ist okay. Das kann passieren. Jetzt sind nur noch die beiden Artis da und ein Scout. Tja, das war's. Das war Jum 80 gegen EES. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Seid auf jeden Fall demnächst dabei. Es wird noch massig schöne Replays geben, unter anderem von Pirates, von Efe, Airsop, Panzerknackern und so weiter und so fort. Also bleibt dabei, schaltet wieder ein, abonniert den Kanal. Bis bald, euer Mu. Tschüss!